Hallihallo, ich heiße nicht nur Johnny Fettfinger, sondern euch auch herzlich willkommen. Heute kochen wir mal richtig leckere Corned Beef Soße auf Salzkartoffeln nach Mama Johnnys Art. Viel Spaß mit dem Video. Ihr benötigt Paprikapulver, ihr könnt den süßen oder den scharfen nehmen, wie ihr mögt. Pfefferweiß gemahlen, Pfefferschwarz gemahlen, eine mittelgroße Zwiebel. Ihr könnt hier auch gerne noch Knoblauch hinzunehmen. Ich lasse den Knoblauch heute mal weg, da ich nachher noch unter Menschen muss und das muss ja nicht sein. Für die Soße benötigt ihr noch Milch. Wer möchte und nicht auf seine Figur achten muss oder möchte oder sich sagt, heute mache ich mal einen Cheat Day, der kann natürlich auch Sahne nehmen. Ich habe hier einfach mal Haarmilch genommen, die habe ich im Haus gehabt, da brauchte ich nicht extra noch was kaufen. Und die Menge, das ist jetzt 250 Milliliter, könnte ein bisschen viel sein. Das wird man später am Herd merken. Man kann dann so viel zugießen, wie dick man die Soße haben möchte. Etwas dünner, etwas dicker, je nachdem. Von daher kann ich keine genaue Angabe momentan geben. Eine Dose Corned Beef. Ihr könnt hier auch frischen Corned Beef nehmen von der Fleisch- und Wursttheke ist am besten. Ich habe das Ganze jetzt eigentlich nur ja, durch Zufall im Supermarkt gesehen. Das hat mich so an früher erinnert. Hier das Corned Beef aus der Dose. Das hat meine Mutter hin und wieder mal für mich gemacht, dieses Gericht. Und da dachte ich mir, pack das mal ein, da kannst du ein Video draus machen. Und ich habe mich immer gefreut früher, wenn die Mama die Dosen hier gekauft hat. Da gibt es so einen kleinen Schlüssel und dann kann man die Dose aufdrehen. Da habe ich immer mega Spaß gehabt und die Mama hat immer riesen Sorge gehabt, dass ich mich schneide oder so. Ist natürlich nichts passiert, ich habe ja aufgepasst. Aber jeder, der sich schon mal eine Dose geschnitten hat, hier eine Ravioli-Dose oder eine Milchdose oder sonst was, der weiß, was das für Schmerzen sind, wenn man sich an so Metall schneidet. Gut, ich zeige euch das. Hier oben gibt es so einen Schlüssel. Manche kennen das vielleicht gar nicht, für die anderen wird es langweilig sein, die das kennen. Andere werden sagen, ja, damals war das so. Ich habe da richtig Freude dran. Hier oben gibt es so einen Schlüssel, der ist hier richtig gut festgemacht. Wow. Die haben dafür gesorgt, dass der Schlüssel nicht verloren geht. Weil wenn der weg ist, dann muss man gucken, was man macht. So, seht ihr, das ist so ein richtig kleiner Schlüssel. Wie früher von den Aufziehspielzeugen. Ja, Autofokus ist da. Und dann habt ihr hier unten, hier ist der Anfang. Da geht ihr dann einmal durch. Und dreht das dann auf. So, klack, dann ist das offen. Und dann kann man das so ringsherum aufdrehen. Was habe ich da für eine Freude dran gehabt? Das erinnert mich richtig an damals, als ich noch ein ganz kleiner Bube war, ein ganz kleiner Gangster. Oh ja, und dieser Duft, Freunde, ich habe das jetzt schon, boah. Ich weiß nicht, Jahre nicht mehr gekauft und auch nicht mehr gerochen, dieses Büchsenfleisch, dieses Rindfleisch, dieses Corned Beef aus der Dose. Aber wirklich, das riecht richtig gut. So sieht das dann aus, vielleicht nicht ganz so appetitlich für den einen oder anderen. Aber so viel zu der Geschichte, ich will jetzt auch im Rezept weitermachen. Ich möchte euch gar nicht hier die Ohren voll quatschen von damals. Probiert es einfach aus, wenn ihr es noch nicht probiert habt. Die einen oder anderen werden es vielleicht kennen, auch von früher, wo die Mama oder Oma das Rezept gemacht hat. Das schneidet ihr in kleine Würfel. Nachher werdet ihr sehen, warum. Und dann machen wir jetzt mal weiter. Ich mache das Ganze heute mit Salzkartoffeln. Ihr könnt natürlich auch Pellkartoffeln nehmen. Oder was auch ganz, ganz toll ist, wenn ihr Nudeln dazu macht. Nudeln sind richtig lecker. Ich habe heute mal Kartoffeln, weil die mussten aufgebraucht werden. Ich schmeiße nicht gerne Dinge weg. Und Nudeln, die halten sich ja lange, solange sie noch nicht gekocht sind. Kartoffeln fangen halt irgendwann mal an zu keimen. Und wie gesagt, könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Wenn ihr nicht so gerne Kartoffeln esst, dann nehmt Nudeln. Das schmeckt super, super toll. Das Corned Beef etwas klein schneiden, das war bei mir so fein, dass es quasi schon von alleine zerfallen. Und ja, ich weiß, es sieht aus wie Katzenfutter. Aber lasst euch davon nicht beeinflussen, das riecht und schmeckt wirklich wunderbar. Und wenn ihr die Zwiebeln in kleine Würfelchen geschnitten habt, dann könnt ihr sie in etwas Butter oder Öl anbraten. Die Zwiebeln
goldbraun anbraten. Das Corned Beef mit zu den Zwiebeln geben und etwas anbraten, etwas erhitzen. Wenn sich das Ganze etwas aufgelöst hat, die Milch hinzugeben. Ich habe hier ungefähr 150 ml reingekippt. Das verrührt ihr jetzt bitte. Das Ganze lasst ihr jetzt auf Stufe 2 bitte einkochen. Währenddessen könnt ihr schon würzen. Ich mache hier reichlich Paprika ran. Und auch Pfeffer weiß. Und natürlich auch Pfeffer schwarz. Umrühren und einkochen lassen. Fertig. Das Ganze ist eingekocht, ziemlich dick geworden. Das könnt ihr jetzt über eure Kartoffeln geben oder über eure Nudeln. Fertig, Freunde der guten Unterhaltung. Das Ganze erinnert ein bisschen an Bolognese-Soße. Es riecht schon vorzüglich. Ich habe es auch gerade schon abgeschmeckt. Wunderbar. Ich lasse es mir jetzt richtig gut gehen. Wenn euch meine Videos gefallen, dann lasst gerne einen mega fettigen Daumen nach oben da. Und wenn ihr gerne mehr sehen möchtet, dann könnt ihr mich auch gerne kostenlos abonnieren und dadurch meine Gangstalker hier auf YouTube werden. Ich bedanke mich bei euch, ich küsse eure Augen und kämme eure Haare. Wupp, wupp, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.